Wer wir sind? Wir sind Künstler und Kritiker der Corona-Maßnahmen. Wir machen das, was man bis Februar 2020 von Künstlern erwartet hatte. Wir stellen Fragen und legen den Finger in die Wunde. Wir bilden die bunte Gesellschaft ab, in der wir leben. Weder leugnen wir Corona, noch sind uns alte Menschen egal. Wir machen unter anderem auf die ungeheuren Kollateralschäden aufmerksam, die im Vergleich zum Virus bereits jetzt ein Vielfaches an Opfern gefordert haben. Wir weisen auf den drohenden Verlust der Freiheit und der Aussetzung der Grundrechte hin. Wir sind Teil der friedlichen Protestbewegung, die versucht, den tonnenschweren Zug, beladen mit der Macht der Pharma-, Tech- und Finanzelite, aufzuhalten. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, die endlos Panikschleife, die uns über kurz oder lang in die Unmündigkeit treibt, zu beenden. Wir sind seit Monaten auf den Beinen und wollen zu einem fairen Diskurs einladen. Du hast eben von geistiger Hygiene gesprochen. Gibt es auch sowas wie eine künstlerische Hygiene, dass der Künstler an sich, um wieder kreativ sein zu können, um produzieren zu können, dass er sich mal mit dem Ganzen, was uns umgibt, intensiv auseinandersetzen muss oder wie auch immer diese Hygiene aussehen könnte? Ich glaube, im Moment ist es fast eher so, dass man raus muss aus dem, was gerade passiert, um diese Hygiene irgendwie wieder herzustellen, ne? Also ich habe gemerkt, dass bei mir diese Schreibeblockade, die sich eingestellt hat, nachdem ich die ersten, ja, augenöffnenden Berichte gesehen habe, wo ich dachte, wow, warum findet denn diese Diskussion nur in gewissen Medien statt, in anderen eben nicht? Da war mir klar, dass ich da jetzt eintauchen muss und habe aber parallel feststellen müssen, dass ganz viel künstlerischer Output total blockiert war dadurch. Und es hat fast, glaube ich, 6 Monate gebraucht, bis ich dann irgendwie an einen Punkt kam, wo ich sage, jetzt bin ich in der Lage, das nicht nur durch vielleicht einen Kommentar oder ein Essay, sondern wirklich auch durch Lyrik oder Poesie ausdrücken zu können oder irgendwie ein Ventil zu haben. Mhm. Und jetzt nach 2 Jahren, ich hatte ja auch gehofft, wie wir alle wahrscheinlich, dass das schneller vorbeigehen wird. Und jetzt, wo wir begreifen müssen, dass das vielleicht auch in diesem, zu dem jetzigen Zeitpunkt nur ein Gassi-Gehen ist, ja, wer weiß, was im Herbst wieder passiert, merke ich, dass der Abstand von dem Thema die Kraft gibt, auch wieder künstlerisch einen Output zu entwickeln. Der muss dann vielleicht gar nicht damit zu tun haben. Ich habe einmal in der Zeit des zweiten Lockdowns ein Gitarrenalbum aufgenommen, ganz weg vom Wort, ganz weg von der Sprache, weg von der Lyrik und einfach die letzten 12 Gitarren-Etüden, die ich geschrieben habe, aufgenommen und habe mich in der Zeit auch ganz wenig bis gar nicht mit dem aktuellen Thema befasst. Und das war wahrscheinlich in der Ganzheit der größte kreative Output. Es war wirklich ein Album in einer Woche mit einer Gitarre und einem Mikrofon. Und das hat sich super angefühlt und danach war ich auch aufgetankt genug, um wieder in das Thema einzusteigen, um zu schauen, wie geht es weiter mit dem Buch? Gibt es auch noch vielleicht Lyrik, die sich mit der Jetztzeit befasst? Da kam auch einiges. Es kam dann auch irgendwann die Möglichkeit, das Ganze nicht nur von der sehr kritischen Seite zu sehen, sondern was muss denn jetzt passieren, dass wir wieder zusammenwachsen als Gesellschaft? Und jeder Künstler, der aufklären will, will ja auch vor allem zum Schluss, denke ich mal nicht jeder, aber viele wollen eine Form der Harmonie wiederherstellen, beziehungsweise ein Miteinander erstellen. Und der dritte Song in diesem Zyklus, den ich da geschrieben habe, Lad sie alle zu dir ein, soll genau diesen Moment beschreiben, wo du nicht mehr fragst, wer ist geimpft, wer ist nicht geimpft, wer hat mir wehgetan, wer hat mich verletzt, sondern wo diese Fragen hoffentlich keine Bedeutung mehr haben. Mhm. Aber um dahin zu kommen, mussten viele verschiedene Wege gegangen werden. Einer war der Entzug von all dem. Und von der Seite her glaube ich, dass beides wichtig ist, das absolute Eintauchen, um zu sehen, wo geht die Reise hin, mit wem willst du überhaupt arbeiten? Also als Künstler ist es ja gerade für den, der sich kritisch äußert, ist es ja eine ganz, ganz wichtige Frage, wer will mit mir noch arbeiten, aber auch mit wem will ich noch arbeiten? Und da geht es mir nicht darum, wer geimpft oder ungeimpft ist, sondern mir geht es um die Verletzung, die stattgefunden hat und wird zumindest wahrgenommen, dass diese Verletzung stattgefunden hat. Mhm. Keiner braucht einen Kniefall von den Leuten, von denen ich merke, dass sie verletzt worden sind, aber man braucht das Gefühl, ich verstehe jetzt, was dir widerfahren ist. Mhm. Ich verstehe, was einem Künstler widerfährt, der nicht auf die Bühne gehen kann. Oder der sagt, bei 2G will ich nicht auf die Bühne gehen.
oder der ausgegrenzt wird, weil er auf einer Demo spielt für die Rechte der Kinder und sagt, es ist unglaublich, unmöglich, dass Kinder Masken tragen müssen nach so vielen Monaten, immer noch, wissend, dass die Daten, die wir jetzt haben, uns ja verraten, dass gerade in Staaten weiß man sehr gut, Vergleich Florida, Kalifornien oder South Dakota, North Dakota, die Zahlen sind identisch. Mhm. Wenn überhaupt identisch. Eher sogar zum Vorteil, ne, der Staaten, die jetzt die Maßnahmen nicht oder nur kaum umgesetzt haben. Und ja, da kommt man an den Punkt, wo man sagt, es ist spannend, wie man alles kennengelernt hat, wie man möchte man jetzt arbeiten und vor allem, mit wem kann man noch arbeiten. Und das ergibt vollkommen neue Konstellationen und dadurch ändert sich die Kunst, ganz klar. Also der Entzug ist wichtig, um auch eben wieder kreativ arbeiten zu können. Andererseits scheinst auch du nicht davon wegzukommen, dann, wie du auch gesagt hast, hinterher konnte ich mich wieder auch mit dem Thema auseinandersetzen, bin da auch wieder drin. Also es scheint so eine Gratwanderung zu sein. Absolut. Ist das Buch Die Armada der Irren so ein Versuch der Gratwanderung? Es ist eine geistig argumentative, aber auch sehr persönliche Auseinandersetzung in diesem Logbuch, der erste Teil des Buches, der ja ein Journal dieser Zeit ist, ein Tagebuch, eine Chronik aus deiner Sicht. Und dann eben im zweiten Teil diese künstlerischen Texte zu veröffentlichen von dir und von anderen. Ich glaube, es ist eine Bestandsaufnahme. Ne? Ich glaube und hoffe, dass dieses Buch auch in 3-4 Jahren noch eine Wertigkeit hat, dass man nicht nur sagt, so war die Zeit, sondern dass wir vielleicht auch über die Lyrik Dinge begreifen können, die sich vielleicht manchmal in einem Essay oder einem Kommentar nicht so gut ausdrücken lassen. Und natürlich gibt es sehr, sehr unterschiedliche Lyriker auf dem Album. Es wird sehr direkt über das Thema gesprochen, es wird sehr indirekt über das Thema gesprochen. Es gibt Elegien ja auch von Matthias Burchardt, der ganz zum Schluss noch dazu kam, nachdem ich erfahren habe in einem Interview, in dem wir beide ja auch waren, mit Walter von Rossum. Und er sagt, oh, ich habe auch Sachen geschrieben und wir waren so kurz vorm Druck und ich dachte mir, oh, ich möchte es gerne hören und sehen, was er gemacht hat und fand die so zauberhaft, die Sachen, die er da geschrieben hat, dass sie ganz zum Schluss auch noch den Weg in dieses Buch gefunden haben. Roland Rottenfuß hat einen ganz, ganz starken Text ganz am Anfang schon geschrieben, Der letzte freie Tag. Und dann gibt es andere Texte, die vielleicht nicht ganz so poetisch sind, sondern sehr direkt die Sachen ansprechen und auch nicht so verblumt oder durch Metaphern, sondern eben wirklich sehr direkt auch Namen nennen von den Leuten, die uns das Ganze eingebrockt haben. Und ich finde, all diese Sachen sind sehr wichtig. Und deswegen glaube ich, dass das Begleitalbum, die Protestnoten, dass die ein Anfang sein sollen. Ne? Und es soll die lyrische, poetische Aufarbeitung sein, aber auch philosophische Texte. Deiner ist ja auch dabei, der wunderbar in dieses Buch und auch auf dieses Album passt, weil genau diese Auseinandersetzung mit dem Thema öffnet Türen und muss nicht immer so unglaublich direkt alles ansprechen. Ne? Es geht nicht um Zahlen, es geht nicht um Fakten und Daten. Ein bisschen auch, aber eher im Logbuch, wie du schon sagst. Aber die Lyrik hat eine andere Aufgabe, glaube ich, hier und ist vielleicht dann auch beständig im Laufe der Zeit. Und es soll vor allem eben jetzt hier nicht enden, sondern eigentlich sind die Protestnoten der Anfang von einer Entwicklung, die weitergehen wird, egal wie lange uns diese Krauser noch beschäftigen wird. Weil selbst wenn es so sein sollte, dass das jetzt so ausplätschert im Zuge anderer Krisen, dann ist es trotzdem so, dass es uns Jahre kosten wird, aufzuarbeiten, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Und deswegen wird es auf alle Fälle schon das zweite Album Protestnoten 2 geben. Einige Texte davon sind ja auch schon in dem Buch drin, von Isi Reich zum Beispiel, auch von Wolfgang Wodak Texte, die fürs nächste Album gedacht sind. Ich werde jetzt die Elegien von Matthias Burchardt vertonen, dass die auch aufs Album kommen, ja, also es sollen auf alle Fälle und auch danach wieder, es soll da jetzt nicht aufhören. Ne? Und von der Seite her glaube ich, dass die Protestnoten ein Startschuss sind, um die Leute zusammenzuführen, die jetzt sich in dieser Krise gefunden haben und die sehr unterschiedliche Ausdrucksformen haben. Ja. Ne? Also hier haben wir Protestnoten 1 jetzt, wie wir wissen, auch im Buch mit hinten drin. Also richtig, man hat hier einen Doppelpack. Großartig gestaltet, wie man sagen muss, wie auch vom Rubicon Verlag gewöhnt, aber allein das Cover, Sebastian Brandt, das Narrenschiff, du sagst, Türen öffnen, Lyrik kann Türen öffnen und das ist auch immer noch dein Begehr, wie ich auch aus Gesprächen mit dir weiß. Andererseits die Armada der Irren, jeder, der nicht direkt schon in der letzten Zeit auf unserer Seite war, der wird sich vielleicht davon abgestoßen fühlen. Ja, hier werden wir wieder beleidigt. Ja? Mhm. Zumindest als jemand, der dieser Armada der Irren auf den Leim gegangen ist.
Also beschreib mal, wer ist die Armada der Irren für dich? Woher diese Metapher? Und ist es nicht dann doch auch wieder zu, wie zum Beispiel auch ein Buch Der Kult, ja, mhm, habe ich gehört, Bestseller auch, zu sehr vor den Kopf stoßen und so, ihr seid alle Kultopfer, ihr seid alle Anhänger von einer Armada der Irren. Weder heißt dein Buch Die Anhänger des Kultes, noch heißt meines Die Anhänger der Armada der Irren oder Die Unterstützer der... Das kann und soll jeder ja auch für sich ein bisschen entscheiden und hinterfragen, wohin gehöre ich. Und natürlich ist mit der Armada der Irren jetzt nicht jeder gemeint, der vielleicht die Maßnahmen für richtig hält. Sondern ganz konkret gibt es ja auch einen Song, der heißt Die Armada der Irren. Das war der zweite von diesen drei Songs, die ich geschrieben habe in der Zeit. Und das war bestimmt der wütende von den dreien. Und der erste hat vielleicht am meisten Fragen gestellt, der zweite war sehr wütend und der dritte versucht wieder irgendwie zu versöhnen und einzuladen. Ne? Ja, du hast recht, dieser Titel kann Leute vor den Kopf stoßen. Aber vielleicht macht er ja auch neugierig und fragt genauso wie du jetzt, wer sind denn die Leute von der Armada der Irren? Und ich würde niemanden, der einen anderen Weg gegangen ist wie ich und ganz treu diese Maßnahmen eingehalten hat, und trotzdem den Kontakt aufrecht erhält zu den Menschen, die einen anderen Weg gegangen sind, auch nur annähernd zu der Armada der Irren zählen. Aber es gibt Menschen, die das verursacht haben. Und es gibt Menschen, die das wissentlich verursacht haben. Ob das jetzt aus Profitgier ist, aus Machtbestreben, was auch immer. Es sind ja immer, fast immer dieselben Motive. Und die würde ich sehr wohl auf dieses Narrenschiff, beziehungsweise die Armada der Irren, würde sie damit gleichsetzen, beziehungsweise würde sagen, ja, da sind Leute, die de facto nicht das Wohl der Menschen im Blick haben. Es ging aus meiner Sicht nie um Gesundheit. Für keine Sekunde ging es um Gesundheit. Zumindest nicht den Verursachern. Dass es Menschen gab und auch vielleicht Leute in Krankenhäusern, die gesehen haben, was passieren kann, wenn es eine Infektionswelle gibt, wie übrigens jedes Jahr, wissen wir, ist nichts Neues, brauchen wir keinem mehr erzählen. Dann glaube ich sehr wohl, dass es Menschen gibt, die da natürlich auch im System sehr wertvolle Arbeit geleistet haben, einfach weil sie an den Menschen dran waren. Aber es gibt Menschen, die wussten von Anfang an, hier geht es um ganz, ganz andere Dinge. Und die würde ich jetzt sagen, dass die würde ich zu der Armada der Irren zählen. Und ja, es ist eine schwierige Geschichte, mit Menschen umzugehen oder mit Menschen wieder in den Kontakt zu treten, die seit 2 Jahren die andere Seite nicht sehen wollen. Und selbst da würde ich noch versuchen, zumindest zu unterscheiden, wer hat mitgemacht im Sinne von auch wirklich gehetzt und wer war vielleicht auch hilflos und wer hatte auch gar nicht genug Zeit, ist ein schwieriges Argument. Ich weiß, das ist sehr schnell widerlegbar beziehungsweise anfechtbar. Aber natürlich gibt es Menschen, die jetzt nicht wie ich in der Kurzarbeit waren und sehr viel Zeit hatten, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Leute, die eine 4-, 5-, 6-köpfige Familie ernähren mussten und am Tag 12 Stunden gearbeitet haben und immer noch dachten, es muss doch reichen, dass ich einmal am Tag die Tagesthemen sehe. So, auch die sollten mittlerweile wissen, dass es nicht reicht. Es gibt genug andere Themen, die... auch jetzt das aktuelle Thema Ukraine, Russland, ist ein Thema, was uns wieder zeigt, dass hier sehr einseitig berichtet wird. Und dass viele Sachen, die früher auch auf diesem Medium und auch bei den Tagesthemen und auch im ZDF-Heute-Journal besprochen wurden, obwohl es auch Skepsis gab gegenüber, was passiert da in der Ukraine, jetzt sagen wir mal vor 10, 12 Jahren, wie kam es zu gewissen Strömungen, ne? Wer arbeitet da mit wem zusammen, das ist ja alles wie redet man ja gar nicht mehr drüber. Jetzt hat man diesen Helden, der dort ist und der fast vergöttert wird wie ein Held und man gar nicht mehr hinterfragt, Moment, wer ist diese Person? Wie kam der dorthin? Mit wem arbeitet der eigentlich zusammen? Also ja, ich liefere gleich das Gegenargument zu dem, was ich gerade gesagt habe. Man sollte es eigentlich mittlerweile wissen, dass wenn man sich darauf beruft und darauf bezieht, man sehr schnell an Grenzen stößt. Und trotzdem würde ich immer noch einen Unterschied machen. Ich habe in meinem engsten Freundeskreis immer noch Menschen, die mir sehr zugewandt geblieben sind, die verstanden haben, wie es uns ging, gerade in diesen Winter-Herbstmonaten, in denen wir, glaube ich, alle auch einer leichten Depression ausgesetzt waren und wahrscheinlich sagen, das möchte ich kein zweites Mal erleben, die aber sehen, hey, dir kann es nicht gut gegangen sein in der Zeit und den Kontakt aufrechterhalten haben. Die gibt es, auch wenn sie anders über das Thema denken. Und die gehören nicht zu der Armada der Irren. Ich weiß noch nicht, wo die hingehören, aber vielleicht wird es dann ein Thema für unser drittes Gespräch irgendwann in ein paar Monaten oder Jahren. Und das könnte man ja auch sehen daran, vielleicht wer so ein Buch kauft, wer sich deine Musik anhört, wer sich die Texte durchliest. Und ich finde aber deine Musik, also nicht nur ich natürlich, die Texte auch, die gehört auf die Bühne. Das muss unter Publikum. Und da muss es auch eben das, was uns so sehr
gefehlt hat in den letzten Jahren, diese Möglichkeit geben zu merken, ah, hier sind andere, die darauf reagieren. Dass man auch eben nicht nur ein Buch für sich im stillen Kämmerlein liest, die Musik hört, sondern dieses Gemeinschaftsgefühl wieder hat, das ja eigentlich mit der Kunst so stark verbunden ist. Wird es Versuche geben oder gibt es Versuche, deine Musik jetzt wieder hier auf die Bühne zu bringen, vielleicht eine Lesung daraus zu machen mit den Künstlern zusammen? Ja, die gibt es. Wir sind mittendrin, das zu organisieren. Auch da gibt es natürlich große Einschnitte, weil mit gewissen Verantwortlichen, die Konzerte auf die Bühne bringen und Veranstaltern, will man auch nicht mehr zusammenarbeiten, weil die auch schon 2G gemacht haben, bevor 2G sein musste. Da ist man natürlich sehr skeptisch geworden. Aber du sprichst ein sehr wichtiges Thema an und ich möchte sagen, dass genau das eins der Schlüsselerlebnisse war in dem letzten Jahr. Ich hatte in der Zeit, in der wir raus durften und spielen durften, ein sehr schönes Konzert in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich hatte ein Publikum, von dem ich überhaupt nicht wusste, ob sie mich kennen. Ich wusste, sie kommen, weil überhaupt was stattfindet. Aber ich glaube, dass sehr wenige mich kannten. Es war eine Ecke, in der ich noch nie gespielt hatte. Ich wurde eingeladen von einem entzückenden Künstlerpaar, die mich zu diesem Konzert eben engagiert haben. Ich kam auf die Bühne und habe gleich am Anfang gesagt, dass wie froh ich bin, dass wir wieder spielen können und dass ich viele Sachen nicht machen kann, weil ich auch nicht bereit bin, unter 2G-Bedingungen zu spielen. Und da war schon mal sehr, sehr positive Resonanz. Also ich wusste auf alle Fälle, ich bin hier so gut aufgehoben, dass ich auch die ein oder andere Katze aus dem Sack lassen kann. Ne? Und dann habe ich den ersten Teil des Abends mit meinem alten Programm bestückt, Wahn und Sinn, mit poetischen Texten, die sich viel mit Endlichkeit befassen und auch ein paar komische, absurde Sachen dabei. Und in der zweiten Hälfte bin ich dann auf das Thema eingegangen, was uns die letzten 2 Jahre so in Geiselhaft genommen hat. Und hatte dann ein bisschen Schiss vor meinem neuen Song, den ich geschrieben hatte, gar nicht mehr irgendwie Leben vor dem Tod, weil der ja doch eine poetische Auseinandersetzung bietet, sondern eine ganz neue Geschichte, wo ich ein Essay, das ich mal geschrieben habe, mit dem Finger auf die Ungeimpften zeigen, der auch auf Radio München da gezeigt worden ist, wo ich einfach die ganzen Zitate mal untereinander gepackt habe, oder nicht alle, aber 25, glaube ich, waren es, von Politikern, Künstlerkollegen, Ärzten und einfach mal zusammengefasst habe, wie die mit Ungeimpften umgegangen sind, was da für Sprüche kamen. Ich brauche die hier nicht wiederholen, dein Publikum kennt die Sprüche. Und auch die Leute, die jetzt das erste Mal vielleicht einschalten, kennen viele dieser Sprüche auch aus den Mainstream-Medien auf alle Fälle. Und habe die einfach mal hintereinander abgelesen und habe trotzdem dafür plädiert, dass es unbedingt notwendig ist, dass wir wie in Frankreich, Italien, Spanien mit den Geimpften und Ungeimpften gemeinsame Sache machen müssen und sagen, wir lassen uns nicht spalten. Das schafft ihr nicht. Ja? Und ich, wie gesagt, ich war wirklich nervös. Ein sehr intensives Stück Musik, ist auch gar nicht so leicht zu loopen, ist so ein 7/8 und dann muss man so das eine Instrument ganz direkt neben dem, nach dem anderen, dass auch keine zu großen Lücken entstehen. Also musikalisch herausfordernd, inhaltlich brisant und ein Publikum, von dem ich nicht wusste, wie sie damit umgehen werden. Und es waren stehende Ovationen nach dem Text. Und ich habe noch nie auf der Bühne, glaube ich, geheult, aber mir sind wirklich die Tränen gekommen. Weil es so berührend war, wie die Geimpften und Ungeimpften miteinander, und später erfuhr ich dann, dass die Hälfte war geimpft, die andere Hälfte war nicht geimpft. Und die schon während der gesamten Lockdown-Zeit sich nie haben auseinanderdividieren lassen und vor allem auch in ihrem kleinen Vereinsheim, sage ich mal, sich immer getroffen haben, egal ob sie durften oder nicht. Und das fand ich so stark als Message. Und die Gespräche danach, die bis morgens um 5 liefen, waren so intensiv mit diesem wirklich wunderbaren Publikum, dass ich natürlich gemerkt habe, mein Gott, auf was mussten wir da verzichten für so lange Zeit? Ne? Aber ich muss sagen, umso intensiver sind natürlich jetzt die Erfahrungen, wenn es stattfindet und wenn dann solche Konzerte stattfinden. Und das Spannende ist, dass ich jetzt bei den Konzerten, die jetzt im Sommer sind, ich spiele auf ein paar Festivals, Meeresrausch-Festival, Paradiesvogel-Festival, dann ein Ufer-Festival irgendwo in Berlin mit Lühl zusammen von den 17 Hippies, oder der ja auch dieses wunderbare Solo-Projekt hat, gerade eine neue Platte übrigens rausgebracht, ganz zauberhaft. Und da sind immer wieder Leute, gerade in Berlin, wo ich weiß, die ticken ganz anders. Die kommen, weil sie jetzt raus dürfen, weil sie sich freuen, dass sie wieder auf Festivals gehen dürfen, aber die auch das akzeptieren, dass sie dann wieder 6 Monate nicht mehr auf Konzerte gehen dürfen. Ne? Und ich weiß, da wird es Reaktionen geben, die so vollkommenes Unverständnis zeigen werden. Und das gehört halt dann auch dazu. Aber ich glaube, die größte Chance, die wir jetzt als Musiker und Lyriker haben, ist, dass wir rausgehen, die Leute hoffentlich ein bisschen verzaubern können mit dem, was wir sonst so machen, und sie dann konfrontieren mit der Seite, die uns halt auch beschäftigt. Weil dann ist erstmal eine Akzeptanz da und dann müssen sie mit dem anderen dealen, ob sie wollen oder nicht. Ja. Und dann sehen wir, was passiert. Ja, aber das muss doch das Ideal sein von einer offenen Gesellschaft, dass es
und dann auch die Aufgabe der Kunst ist. Klar. Und die Macht der Kunst, das zu bewerkstelligen und die Seiten zusammenzubringen. Ja. Und natürlich auch Kontroverse zu schaffen. Und ich finde ja, dass dein Buch bisher das einzige ist, von dem ich weiß, dass diesen Schritt wagt, jetzt zu zeigen, wir sind gar nicht so wenige und beziehungsweise wir sind nicht, wir schweigen nicht, ja, so wie du es ja auch den Künstlern meines Erachtens zu Recht vorwirfst, die eben entweder geschwiegen haben oder sogar ihre Prominenz in den Dienst dieser Propaganda gestellt haben. Und wir können auch schaffen, und es kommt daher wie ein Buch, das erstmal meines Erachtens nicht abschreckt. Also es steht hier Widerstand dabei. Es geht auch darum, du schreibst ja, wann wie lange geht dieser Irrsinn noch? Wann wachen wir auf und sagen, ich mache da nicht mehr mit? Ein Widerstand auf der anderen Seite, aber etwas, was auch einlädt. Ne? Ich kann mich wieder mit Musik beschäftigen, ich kann mich mit Lyrik beschäftigen. Ja. Und auch wirklich mal, wenn man deine Texte liest, die eben diese Chronik ja hier abbilden, sagen, okay, wie ist das denn innerlich aus dem Leben eines Künstlers, wie er das auch erlebt hat und wie auch seine Reaktion darauf war. Das Publikum haben wir erwähnt, also das vielleicht auch die Sehnsucht hat danach. Ich würde noch gerne kurz bei dem Publikum bleiben. Einmal vielleicht eine ganz praktische Frage. Du hast gesagt, du bist jetzt auf einigen Festivals dann. Wo kann man denn erfahren? Wo kriege ich jetzt hier, wenn ich was hören will von Jens Fischer-Rodrian oder vielleicht tritt auch jemand anders auf und liest noch seine Lyrik vor oder so. Gibt es das irgendwo gebündelt, die Informationen, Termine? Ja, auf meiner Website Waren und Sinn sind die ganzen Termine, die wenigen, die diesen Sommer stattfinden. Jetzt über Kaiser TV. Es sind genau diese drei Festivals. Und es gibt noch ein viertes, das wir selber veranstalten. Ein Solidaritätskonzert für Julian Assange. Das wir zusammen mit Uli Gellermann machen, der das schon mal ins Leben gerufen hat. Jetzt haben wir das etwas größer aufgezogen, an einem wunderbaren Ort in Berlin. Und wir werden dort die Klassik zusammen mit Songwritern und aber auch einem Comedian, Nikolai Spinner, wird dabei sein. Und alles Leute, die sehr betroffen sind von diesem Thema. Also das wird am 3. Juni stattfinden in Berlin. Und ansonsten, wie gesagt, über meine Homepage Waren und Sinn erfährt man die Termine, wann und wo wir spielen. Aber es sind dann doch noch nicht so viele, weil wir einfach im Moment sehr vorsichtig sind, den Herbst zu buchen. Ne, im Sommer ist klar. Da wird auch nicht mehr viel passieren. Wie letztes Jahr zum Beispiel, da habe ich auf dem Paradiesvogel-Festival gespielt. Die haben wirklich alles probiert, es normal stattfinden zu lassen. Die hätten es sogar als Gottesdienst laufen lassen. Hatten auch sogar Leute und Priester dabei, glaube ich, aus Belgien und Holland und so. Und dann war doch die Inzidenz wieder so hoch, dass dann auch diese Regelung nicht mehr galt, dass es ein Gottesdienst sein dürfte. Und dann war es zum Schluss doch vor Kameras. Und ich habe mir eigentlich geschworen, so wenig wie möglich oder gar keine Online-Konzerte zu machen. Und irgendwie war ich aber so froh, die Leute wiederzusehen und da sind einfach auch Leute dabei, die auf ihre Art und Weise auch im Widerstand sind. Jeder auf seiner Art und Weise. Jeder macht es unterschiedlich. Nicht jeder spielt auf Demos, aber verpacken es dann in Lyrik oder unterstützen Künstler eben, die im Widerstand sind. Dieses Jahr wird es stattfinden. Alle drei werden stattfinden. Das ist relativ klar. Aber den Herbst, ich bin mir wirklich unsicher. Aber, und deswegen möchte ich nur sagen, das ist ein ganz, ganz zweischneidiges Schwert, darüber zu reden. Wir sind als Künstler nicht bereit, nicht mehr zu spielen, wenn es heißt, ihr dürft nicht mehr spielen. Wir sind jetzt genug, wir sind viele. Und wir sind auch mittlerweile immer mehr Veranstalter, die sagen, und wenn es ein Wohnzimmerkonzert ist mit 25 Leuten, ne? Man muss ja nicht immer mit der gesamten Technik auffahren. Man kann ja auch mal sagen, ich komme jetzt nur mit der Gitarre und mit meinem Buch. Und das wird passieren. Also diese Parallelgesellschaften sind schon installiert. Ja. Die haben sich im letzten Herbst, Winter noch gesucht, sich auch da schon gefunden, sich zumindest unterstützt. Aber jetzt, glaube ich, wird das Netzwerk so groß, dass wir sagen können, es tut mir leid, aber Kunst und Kultur ist in dieser Form so lebensnotwendig, auch rein medizinisch fürs Immunsystem, also für alles, ja, dass wir nicht bereit sind, es nochmal im Winter hinzunehmen. Ja. Also es wird stattfinden, nur kann ich da jetzt weder über die Orte noch über die Termine sprechen. Ja,
Finde ich aber eine sehr, sehr wichtige Botschaft, jetzt gerade nach dem im dritten Jahr, wenn das dann wieder kommt, dann auch zu sagen, wir werden nicht mehr so kuschen. Ja. Also das heißt ja auch, ne, fool me once, okay, dann ist es deine Schuld. Aber wenn ich mich dann zum zweiten Mal auch und zum dritten Mal dann auch irgendwie damit abfinde, dann ist es auch wirklich irgendwann meine Schuld. Ja. Und die Zuschauer, die das jetzt hören und die sagen, was, da gibt es schon so eine Vernetzung, da gibt es schon Möglichkeiten, vielleicht dann, wenn es soweit kommen sollte, vielleicht Underground-Konzerte mit dabei zu sein. Wie können die das unterstützen? Wo finden die das? Wie können sie Teil dieser Szene sein? Weil da gibt es ja jetzt nicht so eine Website, das wäre ein bisschen gefährlich vielleicht. Absolut. Wie kommt man da rein? Also wir arbeiten natürlich mit verschiedenen Organisationen zusammen. Mhm. Aber wenn man jetzt wirklich über die Zeit spricht, die kommen könnte, ist es natürlich auch ganz gefährlich, darüber jetzt irgendwie im Detail zu sprechen. Deswegen würde ich jedem empfehlen, der daran interessiert ist, einfach mit mir wirklich direkt in Kontakt zu treten. Und das war schon nach dem Album der Fall, dass mich sehr viele Künstler angesprochen haben, die gesagt haben, mein Gott, ich bin so froh, dass es das gibt. Ich habe hier einen Song, ich würde den wahnsinnig gerne bei dem nächsten Album platzieren. Und genauso muss das jetzt weitergehen. Natürlich dadurch, dass gewisse Organisationen nicht an einem Punkt sind, wo sie unangreifbar sind, muss man sehr aufpassen, eben alles zu schützen. Und ich werde natürlich jetzt nicht in die Versuchung kommen, nicht nur bei dir nicht, sondern generell, dass man Veranstalter, die bereit sind, nicht nur jetzt Konzerte zu machen, wo es erlaubt ist, sondern auch sagen, wir werden das in irgendeiner Form weiter durchführen. Über die können wir natürlich öffentlich nicht reden. Aber man kann die Künstler anschreiben, man kann auf deren Website gehen und wenn man merkt, dass da was angekündigt ist, was vielleicht irgendwie ein bisschen indirekt wirkt, dann anschreiben. Ja. Und wir werden das Ganze so vernetzen, wenn es jetzt immer mehr werden. Es geht ja nicht nur um die Künstler, es geht ja auch um das Publikum, wie du es schon richtig gesagt hast. Und das ist ganz wichtig. Es gibt noch eine dritte Gruppe, die man nicht unterschätzen darf. Es geht hier um die Supporter von Kultur. Sprich, jemand sagt, ich möchte unbedingt, dass Kultur passiert. Ich bin aber selber kein Lyriker. Und ich habe auch nicht besonders viel Geld. Aber ich habe eine 5-Zimmer-Wohnung in Bremen und 2 Zimmer sind frei. Und die stelle ich dem Künstler zur Verfügung, weil die Hotels gerade nicht gehen. Ne? Solche Sachen. Und das sind die sogenannten Supporter. Die nennen wir die Supportergruppe. Und da kann auch jemand sagen, du, ich würde gern für 20 Euro euch das Catering machen. Ich koche euch irgendwie eine schöne Suppe oder sowas. Und dass man weiß, es braucht diese ganzen parallelen Netzwerke. Ich habe das gerade vor kurzem zum Beispiel an einem wunderbaren Beispiel erfahren dürfen, wie ein befreundeter Fotograf, der ungeimpft nicht mehr arbeiten konnte, weil er sich die Hand gebrochen hatte und einfach keinen Arzttermin bekommen hat. Beziehungsweise auch keinen OP-Termin. Und über diese Netzwerke, von denen ich gerade gesprochen habe, haben wir Ärzte gefunden und 2 Tage später war die Hand in Ordnung, beziehungsweise wurde, na, also es funktioniert schon. Diese Netzwerke sind jetzt schon im Begriff, sich so gut miteinander zu verbandeln, dass über die Kultur hinaus diese Parallelgesellschaften jetzt schon anfangen, wirklich Früchte zu tragen, sowohl im Gesundheitswesen. Es gibt verschiedene Akademien, die Online-Kurse anbieten. Du bist selber ja Teil der Hannah-Arendt-Akademie und unterrichtest dort auch mit Matthias, glaube ich, zusammen, ne? Und genau diese Sachen werden jetzt immer größer werden. Wir sind jetzt mit einer Genossenschaft dabei, auch Kontakt aufzunehmen mit einer Genossenschaft in Spanien, die schon seit 10 Jahren existiert, die über die Genossenschaft hinaus zum Beispiel auch Kommunen gründen, diese kleinen gallischen Dörfer bedienen und sagen, wir sind nicht nur vernetzt, sondern wir arbeiten und leben zusammen. Mhm. Und auch Rubicon weist ja in seinen vielen Artikeln und auch in seinen neuen Serien und Reihen immer wieder darauf hin. Friederike de Brun hat gerade was sehr Schönes, die erste, ja, ich würde sagen, eine Reportage gedreht über einen Ort, wo man sich auch wieder alternativ finden kann und so. Und du selber hast mit dem Refugium ja auch schon so Startschuss gegeben. Also diese ganzen Sachen passieren ja parallel und dann kommt auch vielleicht mal wieder eine Pause, wo man sagt, da mache ich jetzt mal gerade nicht weiter, weil andere Dinge eine größere Relevanz haben und greift es wieder auf irgendwie 6 Monate später. Aber das in der Zeit passiert woanders. Ja. Und deswegen glaube ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Zirkel an Freunden und neu gewonnenen Freunden und Künstlern, mit denen ich jetzt zu tun habe, das nochmal zulassen, dass wir ein halbes Jahr ohne Kultur sein werden. Ja. Diese Vernetzung existiert, diese Struktur bildet sich. Trotzdem muss man sagen, es geht noch mehr. Also wir brauchen da immer noch, oder jeder ist da willkommen, der jetzt das hört und auch sagt, ich kann das unterstützen oder ich bin selber Künstler oder ich habe eine Location, wo man vielleicht was machen könnte und sich eben bei den Protagonisten dieser Szene zu melden, das ist sehr, sehr hilfreich auf jeden Fall. Also wir haben über das Publikum gesprochen.
Lass uns noch mal über die Produzenten dieser Kunst auch sprechen, weil das wirklich ein sehr schönes Panorama auch ist, das du hier aufmachst. Und ich stelle mir das nicht leicht vor, Zaus zu wählen. Von wem gibt es denn überhaupt Texte? Wer hat sich denn geäußert? Von wessen Texten kann man überhaupt auch vertonen? Wie ist das Ganze zustande gekommen? War das eine lange Suche, bis du jetzt letztendlich die Liste fertig hattest? Oder war das eigentlich am ersten Tag schon, okay, jeder hat zugesagt und ich weiß auch wer? Nee, es war eine Reise. Es war schon eine Reise. Also Roland Rottenfuß hat irgendwann, mit dem ich viel arbeite bei Rubicon und auch hinter den Schlagzeilen, der hat nach dem zweiten oder dritten Song von mir gesagt, Mensch, mach doch ein Album über die Zeit. Und dann sage ich, weißt du, ich bin gerade mit so vielen anderen Themen auch beschäftigt, unter anderem der Aufbau einer vielleicht Parallelstruktur und Kultur und Kunst geschehen zu lassen. Ich bin viel mit den Essays beschäftigt, hatte eben auch schon überlegt, vielleicht ein Buch zu schreiben. Ich glaube, ich möchte das nicht allein machen. Ich glaube, es geht auch nicht darum, dass es jetzt einen gibt, der ein Album geschrieben hat über die Zeit. Taylor hat es ja gemacht, Widerstand. Ganz mutiger, junger Künstler. Ja. Ich bin wirklich für den ganz toll. Du warst, glaube ich, auch bei dir im Gespräch. Ja. Ne? Ja. Sehr schön, was er da macht und auch wie er dann weitermacht auf Demos und dann irgendwie sich dort engagiert, seine Songs singt. Und mir war es nicht so wichtig, dass es jetzt nur meine Musik sein sollte und meine Texte. Dafür gibt es eben zu viele andere, die ich in der Zeit dann schon kennengelernt hatte. Ich habe sehr, sehr früh dann Lühl gefragt, ob er mitmachen möchte, den ich über ein Interview bei Uli Gellermann kennengelernt hatte. Meine Frau hatte angefangen, die ersten zwei Texte auf Deutsch und Englisch zu schreiben. Und von Wolfgang Wodak kannte ich natürlich die Oma. Und dann dachte ich mir, ach, wie schön, wenn wir es schaffen, ganz unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen zu lassen und auch unterschiedliche Generationen. Die Jüngste ist 21 und der Älteste ist über 70. Mhm. Und die natürlich beide eine sehr, sehr unterschiedliche Sprache haben und auch sehr unterschiedlich verarbeiten, was passiert ist. Bei dem einen ging es, oder bei Lou ging es sehr persönlich um den Verlust der Freundschaft und trotzdem offen zu bleiben und sein Herz vielleicht wieder zu überreden, auch wieder in Kontakt zu treten, so drückt sie es aus. Und dann auf der anderen Seite jemand wie Wolfgang Wodak, der ganz konkret die Oma anspricht, wer hat die Oma umgebracht. Ne? Also unterschiedlicher könnten die Texte nicht sein auf dem Album. Und mir war es wichtig, irgendwie zu zeigen, wenn ich jetzt das alleine gemacht hätte, dann wäre es halt ein Künstler, der jetzt vielleicht dadurch, dass er im Widerstand ist, auch sein Publikum findet und das vielleicht sogar auch vergrößert, was sich aber auch immer ein bisschen komisch anfühlt. Also durch eine Krise sein Publikum zu vergrößern, mehr Klicks zu bekommen, weil du jetzt plötzlich einer der wenigen bist, der eben spricht. Mhm. Das ist auch mit ein bisschen mit einer Scham behaftet, muss ich ganz ehrlich sagen. Man will kein Profiteur sein. Genau, du willst nicht Profiteur der Krise sein. Aber man will natürlich auch das Gefühl haben, und das ist ja das Schöne dann, wenn man merkt, dass diese Rezeption auf einmal da ist, dass da auch das Bedürfnis da war. Und dass, wenn es eben nur wenige waren, die sich getraut haben, darauf zu vertrauen, dass dieses Bedürfnis da ist, dann bekommen die erstmal natürlich diesen Zuspruch. Das kann aber ja auch eine Motivation für die anderen sein, die sich bisher noch nicht trauen. Und da ginge meine Frage hin, ich weiß, und wir wissen beide, dass da sehr viele sind, die still sind, aber uns zusprechen und uns geneigt sind. Hast du das Gefühl, dass mit deiner Arbeit, dass da schon jemand aus den Büschen herauskommt und sagt, jetzt traue ich mich auch? Ja. Also ich kann es nicht messen, aber ich kann sagen, dass der Zuspruch, nachdem das Album und dann das Buch erschienen ist, extrem groß war von Leuten, die vielleicht in stillen Kämmerlein schon was gemacht haben und gesagt haben, ich gehe jetzt raus. Also auch Konkretes genauso artikuliert haben, indem sie gesagt haben, ich war mir nicht sicher, ob ich sollte, aber jetzt habe ich das gesehen und es sind so tolle Leute dabei, ich traue mich jetzt. Also, ne? Es gibt einen ganz konkreten Fall von einem befreundeten Liedermacher, der sehr skeptisch war am Anfang, im Sinne von eher mal gucken, was da passiert und eben noch nicht im kritischen Lager war und der durch einen ganz konkreten Song von mir gesagt hat, ich habe versucht, das irgendwie in Worte zu fassen, das Leben vor dem Tod. Ich habe das versucht, in Worte zu fassen, mir ist es nicht gelungen, aber meinem Freund Jens Fischer-Rodian ist es gelungen und das auf Facebook gepostet hat, zu einem Zeitpunkt, wo ich gerade auf meinem Weg raus war bei Facebook. Ne? Und das sehr öffentlich gemacht hat, dass er, glaube ich, froh war, dass dieser Song entstand. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das wird immer mehr. Ich würde mir wünschen, es würden ein paar dazukommen, die eine ganz große Reichweite haben und die eigentlich prädestiniert wären, jetzt laut zu sein, weil sie es auch schon waren, zu einem Zeitpunkt, wo das Ganze zwar zu erahnen war, aber noch nicht wirklich passiert ist in dieser massiven Art der Umsetzung, was diesen gesellschaftlichen Umbruch anging und angeht.
da bin ich nach wie vor verzweifelt, dass da so wenig kommt. Und es gibt manche Leute, die habe ich sicherlich aufgegeben, wo ich denke, da kommt auch nichts mehr. Und bei anderen hoffe ich, dass sie vielleicht die Kurve noch kriegen. Aber es wird immer schwerer. Ich meine, jetzt liegt es so auf dem Tisch, vor allem auch was die Diffamierung der Maßnahmenkritiker angeht, dass das wirklich einfach eine Farce war. Und irgendwann wird Zeit, dass man sagt, hey, ich lag daneben, sorry. Aber ich, ne? Also was muss denn noch passieren? Ne? Ja. Und von der Seite her, aber ich möchte es, ich versuche nach wie vor zumindest öffentlich nicht dort die Brücken so zum Einreißen zu bringen, dass kein Rückweg möglich ist. Mhm. Innerlich geht es mir anders. Innerlich denke ich mir, mein Gott, das gibt's doch nicht. Ja. Wir wissen beide, von welchen Leuten wir sprechen. Ja, aber die Haltung in deinen Texten changiert eben auch genau zwischen dieser starken Verzweiflung, die du auch zum Ausdruck bringst, und der Fassungslosigkeit. Und dann der Hoffnung. Und ja, ich glaube, man würde nicht schöpferisch tätig sein, wenn man nicht diese Hoffnung auch haben könnte. Und ich finde das schön, weil es ja wirklich von Frühjahr 2020 geht, dein Logbuch, bis Januar 2022, also wirklich diese Zeit abbildet aus deiner Sicht, und dass man dieses Changieren auch da sehr gut nachvollziehen kann. In der Mitte ungefähr gibt es so eine Art Ausblick oder Forderung von dir, und über die würde ich gerne zum Abschluss auch sprechen. Was machen wir, wenn wir jetzt auch mehr Leute werden, wenn wir auch eine Stimme wirklich bekommen, und irgendwann die Frage dieses, was muss denn noch passieren, die du gerade gestellt hast, wenn die immer lauter wird. Du schreibst hier, es braucht jetzt dringend eine Partei, die den Übergang in eine neue, gerechtere Gesellschaftsordnung begleiten kann. Keine der Parteien im Bundestag steht für einen Neuanfang. Jetzt muss eine ganz neue Generation von Politikern her, egal welchen Alters, unverbraucht. Aber das allein wird nicht reichen. Die neue Gesellschaftsordnung benötigt außerdem eine Bewegung, ein völliges Umdenken, eine Revolution, bei der das Miteinander, Ehrlichkeit, Respekt, Empathie, Freiheit, soziale Gerechtigkeit und ein neues Umweltbewusstsein im Zentrum stehen. Diese Revolution, hast du da eher Hoffnung, dass sie kommt zu unseren Lebzeiten? Oder bist du verzweifelt, wenn du sagst, wenn sie bis jetzt nicht gekommen ist, dann kommt sie auch nicht mehr? Mhm. Super gute Frage. Also, ich glaube, ich würde nicht aufhören zu hoffen, dass diese Revolution kommt. Ich glaube, die Utopie einer gerechteren Welt ist, sollte nie sterben. Also die Utopie ist etwas ganz Wichtiges, also die Vorstellung, dass man sagt, das ist möglich. Ich habe eine Sache, die ich mittlerweile anders sehe. Ich glaube, dass es nicht mehr mit diesem gesamten Parteiensystem überhaupt funktionieren kann. Ich glaube nach wie vor, dass von allen im Moment wählbaren Parteien die Basis die ist, die am meisten Neuanfang verspricht. Aber ich glaube, das Parteiensystem ist überlebt. Ich glaube, wir müssen hin zur Direktdemokratie. Ich persönlich bin großer Fan des aleatorischen Systems. Ich finde das Losverfahren, auch wie es im Laufe der Jahrhunderte immer wieder mal ja versucht wurde, hat auch, wenn es im Kleinen nur versucht wurde, manchmal ja nicht nur, ich glaube, das Florentiner-Modell, glaube ich, war auch, glaube ich, über 100 Jahre haben die es versucht. Da gibt es viele Sachen, die man bekritteln darf. Ne? Also gerade auch in der Antike, weder die Sklaven durften, waren Teil des Losverfahrens, noch die Frauen. Also da gab es, ne, das waren nur 10% der reichen Bürger. Aber die Idee dahinter, zu sagen, Dinge wären natürlich unkorruptierbar oder zumindest wesentlich härter korrumpierbar, in dem Moment, wo es zum Beispiel keine Wiederwahl gibt, ne, wo man das Gefühl hat, man bildet die Gesellschaft ab mit all seinen Facetten, aber nicht durch Leute, die sich profilieren müssen vor der Wahl, sondern die sich profilieren müssen, nachdem sie dann dort sitzen. Das ist ein Riesenunterschied. Der ganze Lobbyismus und die ganze Korrumpierbarkeit bleibt natürlich dann irgendwo auf der Strecke, Gott sei Dank. Und wenn es Lobbyisten gibt, die für ihre Belange werben, ist da ja auch erstmal gar nichts Verwerfliches dran. Es ist nur verwerflich, wenn die dann die Gesetzesentwürfe schreiben. Oder wenn dann, ne, die Entscheidungsträger auch dort sitzen bei den Lobbyisten oder mit ihnen zusammen dann irgendwie dinieren und dann bei irgendwelchen dubiosen Treffen in der Toskana oder wo auch immer dann irgendwie sich entscheiden, dass das und das jetzt in den Bundestag eingebracht wird. Also ich glaube nicht nur an das Parteiensystem. Ich merke auch durch die Basis, dass es ganz, ganz schwer ist, überhaupt in diesen Apparat reinzuwachsen und wirklich einen Neuanfang
präsentieren zu können. Das haben die Piraten ja auch schon mal versucht. Das war nicht unerfolgreich in Berlin zum Beispiel. Und trotzdem hat man die Piraten ja auch medial vernichtet. Ne? Also das ist ja auch eine Geschichte, wo man sagt, es wäre spannend gewesen zu sehen, was ist Liquid Democracy und Liquid Feedback und die ganzen Geschichten. Ne? Dass man einfach, ich glaube, da bin ich voll bei Wolfgang Wodak, der wirklich ja auch, glaube ich, wenn ich ihn richtig verstehe, ein großer Fan der Direktkandidatendemokratie ist. Dass man sagt, es muss Leute geben, die in deinem Wahlkreis für etwas werben. Und wenn die innerhalb der Legislaturperiode Unfug machen, dann sind sie auch wieder rauswählbar. Ich glaube einfach nicht mehr an das Parteiensystem. Und deswegen denke ich mir, dass es schwer ist, da jetzt einen Ratschlag abzugeben. Nicht, dass du mich um einen Ratschlag gebeten hast, aber wenn jetzt zum Beispiel ein junger Mensch, der das erste Mal wählen geht wie meine Tochter, wen soll ich denn wählen, Papa? Ich sage, ja, du kannst fast nur das geringste Übel wählen, weil auch wenn die Basis für mich im Moment die einzig wählbare Partei ist, weil ja auch bei den Linken dann so ich sag jetzt mal so Aushängeschilder wie Wagenknecht und Lafontaine ziehen sich entweder langsam zurück oder haben nicht mehr das Gewicht im Vergleich zu früher, dann muss ich sagen, mir wäre es viel lieber, wir würden an einen Punkt kommen, wo das Parteiensystem so in Frage gestellt wird durch so einen gesellschaftlichen Umbruch, dass man wirklich sagt, unbedingt Demokratie, unbedingt, aber nicht mehr so, wie wir es gemacht haben. Das ist so verfilzt, das ist so korrupt. Auch dieser Apparat mit seinen Hunderten von Abgeordneten in einem Parlament, wo du denkst, hey, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Und wenn ich jetzt mir anschaue, was sie machen den ganzen Tag und dann die neuen Abgeordneten sehe, die dann irgendwie im Bundestag ihre ersten Reden halten und denkst dir, sag mal, hast du eine Schule abgeschlossen? Hast du eine Ausbildung abgeschlossen? Was redest du denn da für einen Unfug? Also und dann auch diese, gut, also es ist wirklich, das System entlarvt sich so massiv im Moment. Also nicht nur durch die Regierung. Ich glaube, es ist wirklich die größte Gurkentruppe, die wir jemals hatten seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber darüber hinaus auch die Leute, die dann ihre ersten Reden, die jungen Wilden, ja, wo ich mir denke, ey, wenn das die Zukunft sein soll, einer neuen Generation innerhalb einer Partei, der ich lange zugesprochen habe, der Grünen. Ich spreche natürlich ganz konkret die Grünen gerade an. Es gibt, glaube ich, nichts, was mich mehr entsetzt wie die Grünen im Moment. Und ich bin immer noch fassungslos. Ich müsste eigentlich schon wieder gefasst sein, aber ich bin immer noch fassungslos. Ja, also von der Seite würde ich sagen, es hat eine neue Partei gebraucht, um zu zeigen, es gibt Alternativen, wenn sie dann wirklich vom Volk mitgetragen werden. Warum auch immer der Wahlerfolg dann so war oder Nichterfolg so war, wie er war, möchte ich jetzt an der Stelle gar nicht groß analysieren. Dafür habe ich auch jetzt mittlerweile zu wenig Kenntnisse, was die Internas angeht. Ich war ja nicht nur in der Basis, ich bin es formell immer noch, aber ich bin nicht mehr aktiv in der Basis, dass ich jetzt wirklich für die Basis arbeite, im Sinne, dass ich Interviews führe, für die Podcasts da gehe und so. Ne? Da bin ich so ein bisschen raus und mache jetzt eher Sachen über menschlich Wirtschaften und versuche da irgendwie meine Wege zu gehen und Strukturen zu schaffen. Und ich glaube schon, dass es wichtig war, vielleicht auch nur aus der Erkenntnis heraus zu sagen, okay, selbst diese Partei beweist, dass das Parteiensystem einfach als solches nicht mehr funktioniert. Ja? Bittere Pille, die wir da schlucken müssen. Und solange es die Möglichkeit gibt, ja, dann denke ich mir, wäre es dann schon noch die Basis, aber es ist der falsche Weg. Ich glaube, Demokratie muss neu erfunden werden und vielleicht gar nicht neu, aber sie muss einfach mal so zu Ende gedacht werden, wie es vielleicht wirklich ursprünglich mal gedacht war. Und dann, glaube ich, haben wir auch innerhalb einer Struktur wieder eine Chance. Aber ich habe auch keine Angst vor Anarchie. Also die Idee der Anarchie ist für mich auch attraktiv. Damit gewinnst du nur keinen Blumentopf. Das ist manchen Leuten, gerade Deutschen, viel zu chaotisch. Also ich glaube, der Deutsche ist nicht gemacht für die Anarchie. Ja, wenn es den Raum gibt, in dem sich Orte der Anarchie oder des Anarchie jetzt nicht als Regellosigkeit verstanden, sondern als Herrschaftslosigkeit verstanden, dann reicht es vielleicht, dass dort sich diejenigen, die sich das zutrauen, auch versammeln können. Und das kann auch digital sein und das ist sowieso dezentral. Aber wenn es diese einzelnen Räume gibt, kann ja auch das System mit auch diesem Parteiensystem so bestehen bleiben und vielleicht von innen heraus auch zerbröckeln oder man muss sich gar nicht darum kümmern. Also wie du sagst, es entlarvt sich selbst, das System. Es fehlt aber noch an Menschen, die diese Selbstentlarvung auch wahrnehmen und auch ernst nehmen und sagen, okay, und ihre Konsequenzen daraus ziehen. Dann muss ich mich umorientieren. Ich kann eigentlich nicht mehr wählen, aber ich habe sehr viel Macht über zum Beispiel
solchen Genossenschaften, ja, wie menschlich Wirtschaften beizutreten, in diese Vernetzung zu gehen, zu unterstützen, wo es nur geht, und sei es das Buch zu kaufen oder die CD sich anzuhören. Und ich glaube, dass eben, oder ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass solche Werke, dass solche Kunst, dass die Bücher und die Arbeit, die du machst, dass sie dazu beitragen, dass sich dieses Bewusstsein auch erhöht. Jens, vielen Dank für das schöne Gespräch. Wir haben dein neues Werk vorgestellt, Protestnoten, hier als CD, auch enthalten in Die Armada der Irren im Rubicon Verlag. Dunkle Seelen versprühen ihr Gift, wollen vernebeln, wer du wirklich bist. Sie tun alles, dich zu ziehen. Gar nicht so leicht, ihn zu entfliehen. Sie wollen spalten, wollen entzweien. Stell dich vor sie, sage nein. Dein Herz ist stärker als ihr Zorn. In ihrem Auge bist du der Dorn. Lad sie alle zu dir ein. Schick die Zweifel schlafen, genieß das Sein. Lad sie alle zu dir ein. Der Tisch wird reich gedeckt sein. You'll be fine. Oh, oh. Zeig ihnen, wer du wirklich bist. Dass du die weiße Flagge hisst. Zu viel Liebe gibt es nicht. Zu viel Schatten, zu wenig Licht. Mauern bauen, was soll das bringen? Wir hören die anderen nicht mehr singen. Und sein zu vieles will man schreien. Wir sollten unser Herz verleihen. An alle Norden schwebt ein Duft. Wir atmen alle dieselbe Luft. Schick die Zweifel schlafen, genieß das Sein. Lad sie alle zu dir ein. Der Tisch wird reich gedeckt sein. You'll be fine. Oh, oh. Zeig ihnen, wer du wirklich bist. Dass du die weiße Flagge hisst. Zu viel Liebe gibt es nicht. Zu viel Schatten, zu wenig. Was soll das bringen? Wir hören die anderen nicht mehr singen. Mauern bauen, was soll das bringen? Wir hören die anderen nicht mehr singen. Mauern bauen, was soll das bringen? Schön, ja, war gut. Vielen Dank. Bist du zufrieden? Ich bin total zufrieden. Sehr schön, ich auch. Ja, ja, total. Ja. Ja, ja, ja. Vielen Dank. Danke, dass du dem Buch so ein Forum gibst, ja, so eine Chance gibst. Unbedingt. Also ich hab so das Gefühl, es wird ernsthaft. Also es wird professionell, so wie ich eben gesagt habe. Ne? Wir werden professioneller. Es, ja, ja, haltet drauf. Haltet drauf. Es wird ernsthaft. Und das ist auch... Das war meine Verzweiflung immer. So, wir werden nicht wahrgenommen, weil die alle denken, das sind Spinner. Und wenn man diese Texte liest, das ist von so einer Nachvollziehbarkeit. Ja. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass wir müssen wegkommen von der Fassungslosigkeit und hin zum Agieren, ohne immer wieder dann doch durch die Fassungslosigkeit gebremst zu werden. Also wenn ich das Gefühl habe,
Ey, das ist so cool. Ich habe so coole Leute kennengelernt. Es macht so Spaß, mit denen zu arbeiten. Ob das jetzt hier mit euch ist und die letzten 3 Tage hier in der Uckermark oder ob das mit den neuen Musikern ist, mit denen man ganz spontane Sessions macht oder ob man plötzlich ein Wohnzimmerkonzert auf Rügen spielt oder irgendeine Ecke, wo ihr sagt, okay, und alle parken ihr Autos so anders, damit kann, ne? Also das alles macht so viel Spaß, dass ich einfach glaube, irgendwann werden die Leute, die jetzt noch im Mainstream verhaftet sind, werden sich denken, was machen die eigentlich da die ganze Zeit? Das ist ja so viel cooler, wie das, was wir selber machen. Ich sehe jetzt die 25. Netflix-Serie diesen Monat und da drüben sind schon wieder Leute und tanzen. Ja, genau. Weißt du, was ich meine? Und ich sitze hier alleine. Ich sitze hier alleine und tanze halt mit meiner Katze. Mhm. Kann man machen. Ja. Manche tanzen gerne mit ihren Katzen. Ja? Nee, aber du weißt, was ich meine. Und ich merke das ja bei diesem einen Konzert, von dem ich gesprochen habe. Hey, das war eine Energie. Ich habe da einen Monat von gezerrt. Mhm. Und deswegen glaube ich einfach, dass es... dass wir irgendwann, je mehr wir in die Aktion gehen und je weniger wir versuchen, deswegen finde ich es genau richtig und wichtig, was du gesagt hast, raus aus diesem, ich muss jetzt jedes neue Detail von jeder neuen Studie, wir wissen alles, es ist alles gesagt. Was will ich denn noch wissen? Okay, jetzt hat es auch die Studie bestätigt. Super, haben ja die anderen vorher auch schon, ist ja nichts Neues. Ja, ich leite schon gar nicht mehr weiter, wenn sowas kommt. Aber ich sage, wer soll das jetzt noch? Ja, ja. Schön, dass ihr dabei wart. Das war's für heute bei Kaiser TV. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.